Gießen ist so groß wie ich. Super. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen jetzt einfach weiter. Ihr lernt mich kennen und findet euch darin wieder. Oder nicht. Genau, ich lese zwei Texte. Ich habe mir gedacht, ich mache keine Überleitung. Ich beende dann den einen und dann hole ich den anderen raus und mache dann weiter. Ihr werdet merken, dass vielleicht der erste Text so ein bisschen, ja, der ist aus meinem Leben, aber der zweite begründet vielleicht, warum ich immer so abgefahrene Sachen machen muss. Vielleicht. Wir gucken mal. Wir fangen einfach mal an. So. Wenn man mich fragt, wo ich denn jetzt wohne, und das tut man oft, dann antworte ich, in Hammerbrook zu neunt. Erschrockene Gesichtchen starren mich an, Münder bleiben offen stehen, als hätte jemand das Atmen verboten, Augen verdrehen sich, bis nur noch das Weiße zu sehen ist. Was? Ist das nicht anstrengend, laut, nervig, zu viele Leute, zu wenig Platz? Wie macht ihr es mit dem Putzen? Esst ihr alle alleine? Mögt ihr euch? Habt ihr jeder ein eigenes Zimmer oder teilt ihr euch fünf? Ja, ist klar, ihr habt ja keine Ahnung, sage ich dann und denke, natürlich haben die Ahnung. Und die waren noch nicht mal da. Die können gar nicht wissen, wie das bei dir zu Hause ist und vor allem, was da mal los ist. Und trotzdem sind ihre Vorstellungen vollkommen treffend. Denn bis auf die Vermutung, dass wir uns die Zimmer teilen, sind alle Annahmen vollkommen richtig. Ich bin der gläserne Mensch in einer gläsernen mentalen Wohnung, die nicht nur in der Vorstellungskraft von irgendwelchen fremden Menschen existiert. Das kommt von diesem bösen Herrn Internet, würde meine Oma jetzt sagen, weil meine Oma auch immer sagt, dass der böse Hausmeister heimlich ihre Post liest und deshalb genau weiß, dass sie für den Tierschutzverein spendet und dass er sie beobachtet. Natürlich tut der böse Hausmeister das alles nur in Omas Fantasie, aber ich muss ihr zustimmen, dass die Leute zu viel wissen und sich deswegen so vieles denken können. Bei meinem Vorstellungsgespräch in der WG habe ich mir nichts gedacht. Ich gebe zu, dass ich mich zunächst etwas über die Gegend einsam und dunkel und das Treppenhaus vollgemüllt und vollgedeckt gewundert habe, aber ich wollte ja weg aus dem beschaulichen Eimsbüttel und ich fand es gut, dass hier anscheinend niemand Treppenhausputzdienste verrichten musste. Ich klopfte an die Tür, mir wurde geöffnet und ich ging den langen Flur entlang, welcher in einem riesigen Wohnzimmer endet. Hier saßen mindestens 13 Leute, Mitbewohner und Mitbewohnerinnen und deren Freunde und Freundinnen und starrten mich an. Ich setzte mich auf den einzigen freien Stuhl, erzählte von Uni, Poetry Slam und meiner bisherigen Wohnsituation. Ich hörte bei den Putz- und WG-Kassenerläuterungen zu und beantwortete die obligatorischen Fragen nach Lieblingsfarbe, Getränk und Tier. Ist wirklich so. Eine halbe Stunde später ging ich und schon am nächsten Tag wurde mir mitgeteilt, ich könne einziehen. Ich habe kurz überlegt, gedacht, naja, wenn es nicht klappt, kannst du auch wieder ausziehen und sagte zu. Jetzt lebe ich hier, bin glücklich, habe nicht vor, demnächst wieder auszuziehen und bin froh, bei WG-Castings auf der anderen Seite zu sitzen. Wer hier wohnt, liebt diese Wohnung und verteidigt sie gegen andere. Zum Beispiel, wenn bei den Vorstellungsgesprächen jemand sagt, oh, das ist aber groß hier und gar nicht mal so dreckig, wie ich gedacht habe. Map, ganz falsch. Du wirst hier nicht einziehen, sagen dann die Blicke aller Mitbewohner und Mitbewohnerinnen. Nicht so dreckig, wir haben die Wohnung vor dem Casting 3 Stunden aufgeräumt. Wir haben sogar das PVC-Laminat gewischt. Das machen wir dann so nach einer Party und wir feiern 4 davon im Jahr. Nicht so dreckig, sagen unsere Blicke. Du solltest mal aus unseren Spülmaschinen bedingt leider nicht so sauberen Gläsern unser ekeliges Leitungswasser trinken. Nein, wir haben es nicht abgekocht und das wirst du merken. Denn dein Bauch wird sich in den nächsten Stunden einiges tun. Wir sind damit dabei abgehärtet, aber du nicht, du Hipper. Ich möchte gerne hier einziehen, weil ich Psychologie studiere, Hippie. Wir sind keine Sozialstudie, wir sind eine WG. Und noch was, Hammerbrook ist nicht die Bronx. Hier kann man nach Einsätzen der Dunkelheit ohne Begleitschutz die Straße betreten. Und ja, es ist laut, aber dafür kann ich auch laut sein, weil hier sonst niemand wohnt. Und wenn wir dich fragen, was du so mitbringen würdest, könntest du hier einziehen, dann ist es eine doppeldeutige Frage. Guck dich doch mal um. Fehlt dir irgendwas? Nee. Hier ist eher zu viel Scheiß, der weg kann. Apropos, bei der letzten Party hat eine Person das Klo nicht gefunden und einfach auf den Teppich gepinkelt. Eigentlich komisch, wir haben 2 Badezimmer mit 2 Toiletten. Letztlich war das aber auch gar nicht so schlimm, weil wir robusten Industrieteppich haben und deshalb auf Partys die Gäste immer bitten, nicht auf dem PVC ihre Kippen auszutreten, sondern auf dem Teppich. Andere Besonderheiten der Wohnung sind schnell erzählt. Der seit Jahren auf unserem Stockwerk stehen gebliebene Aufzug dient als Abstellkammer für Holz. Keine Ahnung, wo das immer herkommt, aber der Fahrstuhl ist voll davon. Praktisch allerdings, wenn sich mal wieder jemand vornimmt, etwas zu bauen und es dann doch nichts wird, einfach zurück mit dem Zeug dahin, wo es hergekommen ist. Auch die Klingel hat es nicht über ein Haltbarkeitsdatum von 4 Wochen geschafft und so hat ein liebevoll lautes Türklopfen, das sonst übliche Ringen ersetzt. Immerhin geht das Telefon, doch das Internet gibt nur an 3 Tagen die Woche den Geist auf. Wir sind also nicht permanent von der Außenwelt abgeschlossen. Wobei das auch nicht so schlimm wäre, denn die besteht in unmittelbarer Umgebung eh nur aus Straßen, Bürogebäuden und dem Bordell in der Tiefgarage des Innenhofes. Immer wieder kommt es deshalb vor, dass Männer bei uns klopfen und nach der Studenten-WG fragen, woraufhin wir antworten, dass sie die Frage nicht verstehen, weil bei uns auch Leute wohnen, die nicht studieren. Nach einigen peinlichen Schweigeminuten geben sie dann meist zu, dass sie das Etablissement suchen und wir schicken sie dann für gewöhnlich zu unseren Nachbarn, damit die auch mal ein bisschen Abwechslung an der Haustür haben. Doch nicht nur Menschen von außerhalb suchen etwas.
In der WG suchen wir auch ständig nach Dingen und finden dann welche, die wir gar nicht gesucht haben. So haben wir einmal in einem der Bäder einen Vibrator gefunden. Erst dachten wir, es wäre ein Duschgel mit originellem Design. Aber dann hat mein Mitbewohner Giovanni nachgeschaut und da, wo man das Ding aufschrauben konnte, war nur Platz für Batterien und kein Duschgel. Nach kurzer Zeit war der Vibrator verschwunden und bis heute weiß niemand, wem der eigentlich gehört hat. Ja, ich habe Vermutungen, aber es hat sich nie bewahrheitet. Manchmal streiten wir auch, dann ist der 10 Meter lange Flur von Vorteil, weil man sich über diesen hinweg so herrlich laut anbrüllen kann. Manchmal verlieben sich auch Leute ineinander, das ist dann genauso spannend. Im Gegensatz zu meiner Oma muss ich mir keine Welt der Frau kaufen oder Lindenstraße gucken, weil der ganze Klatsch und Tratsch in meiner eigenen Wohnung mir vollends genügt. Wer hat was gemacht oder nicht gemacht, wer nervt oder ist toll, hat noch jemand Taschentücher, das Klopapier ist alle. Nach vielen Gründungen und Wiederauflösen von Kochgruppen, Putzgruppen, Partygruppen und Gesellschaftsspielegruppen haben wir derzeit eine neue Gruppe ins Leben gerufen, die Gymnastikgruppe Katzenkinder, die dreimal in der Woche gemeinsam Handstand übt. An einer alten Matratze im Wohnzimmer. Ist ein bisschen eklig, aber läuft. Die gegnerische Gang hat sich schon gegründet. Es sind die Robbenbabys, da bin ich auch drin, die allesamt den Lotussitz beherrschen. Bis auf Thomas, der ist nur so in der Gruppe, aber der hat auch beim Putzdienst die Pseudoaufgabe, den Flur zu staubsaugen. Das macht er nie. Dafür nimmt er seinen WG-Einkauf umso ernster. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der mit so viel Hingabe und Gewissenhaftigkeit Dosen Tomaten und Gewürze kauft. Wie ihr seht, wir sind sozial, irgendwie sauber, räumen auf, haben Badezimmer und Spaß, feiern und finden Dinge wieder. Sollte sich also jemand fragen, ob das geht, so zu neunt, dann kann ich nur sagen, ja, verdammte Scheiße, ja. Oh, ihr könnt gleich klatschen.